Vorbereitung ist beendet. Jetzt geht es ins Kriegsgebiet. Vorbereitung ist beendet, ihr habt's gehört. Jetzt geht's ins Kriegsgebiet. Erste Runde Call of Duty Modern Warfare Warzone. Alleine. Ganz alleine auf mich gestellt. Mit einem Pfeil im Kopf, wie ihr gerade seht. Ich habe keine Ahnung, wo der Pfeil auf einmal herkommt. Ich wusste gar nicht, dass ich von der Armbrust getroffen wurde. Ja, wenn ich jetzt was mache hier, dann ist schon witzig. Okay, wir gehen als allererstes nach Boneyard, bin ich der Meinung. Boneyard wird bestimmt auch ein sehr gut besuchtes Ziel sein, aber vielleicht habe ich ja Glück und es ist nicht so dermaßen viel los. Ich gehe auch direkt hier vorne mal rein. Oh, ja, genau. Voll am Schild hängen geblieben. Guck mal, da drüben ist schon mal eine Kiste. Dann bist du der Schaffen. Haben wir vielleicht schon mal eine ordentliche Waffe. Oh ja, ein Kabelbinder. Gleich am Anfang. Geil. Guck mal, und hier ist noch eine Kiste drin. Da habe ich doch gerade auch schon eine Platte durchblitzen sehen. Und noch eine. Geil. Ist auch gar nicht so schlecht, wenn ich hier nicht gleich am Anfang so viele Gegner um mich herum habe. Schauen wir einfach mal, bleiben wir mal ganz entspannt. Bis auf den Moment, wenn jetzt auf einmal ein Gegner hinter uns ist. Hier ist so eine drin. Habe ich nicht gerade einen gehört? Jo. Team ausgelöscht, geil. Naja gut, als wenn es hier Teams geben würde, ne? Aber auf jeden Fall habe ich ihn erwischt. Volle Kanne, Panik-Move. Der hat auch, glaube ich, noch nichts, ne? Ja, $400. Das ist nicht die Welt. Ich habe jetzt aber trotzdem schon mal 3000 in der Tasche. 6000, okay. Kopfgeld verteilt? Wie? Wie Kopfgeld verteilt? Wieso Kopfgeld verteilt? Ist mein... Ist der Kopfgeldauftragsgeber schon gestorben, oder was? Gut, wir machen das genauso, wie wir es sonst auch gemacht haben. Wir suchen uns als erstes einen Shop. Ich lasse das Ding mal in die Richtung weiterfahren, damit könnte es sein, dass ich ein bisschen von mir ablenke. Ausrüstungslieferung kostet auch im Einzelmodus 6000. Das ist natürlich schon heftig, ne? Ich muss so sagen. Ein bisschen billiger hätte es jetzt auch schon sein können für einen. Obwohl es hier natürlich umso mieser ist, wenn man eine volle Ausrüstung hat. So, leuchten wir mal die Umgebung aus. Und nun Weisheiten mit Herr der Fliege. Das ist natürlich auch sehr geil, ne? Wenn 108 Leute leben, leben auch 108 Teams. Dass ich auch so gar keinen sehe. Das ist genauso mies und erbärmlich. Als wenn 1000 Leute mir gegenüberstehen würden. Eine Kiste oder was hat da geleuchtet? Der Bildschirm. Ernsthaft? Dieser Bildschirm leuchtet. Der auch? Ja. Die sind kaputt, weißt du? Aber strahlen immer noch Wärme ab. Und hier waren auf jeden Fall auch schon welche drin. Versuche auch, mich nicht zu sehr auf das Visier zu verlassen. Weil im Endeffekt kommt dann doch einer von hinten, der tatsächlich Geist drin hat und dann ist vorbei. Nö, 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 nö. Wie geht's mal? Ja, er hat das Aiming 1000, Alter. Er hat das Aiming 1000, ist klar. Ja, genau damit hast du nicht gerechnet. Geile Sache. Ja. Das war nicht schlecht, oder? Das war nicht schlecht. Also, ich kann nicht meckern. 7200, der wollte zum Shop.
ist natürlich keine schlechte Entscheidung. Aber mit der Karre im Schlepptau habe ich ihn dann doch zu früh gesehen. Und zwar holen wir uns noch die Selbstwiederbelebung. Hier ist dein Händler, falls ihr was braucht. Ja. Und ein Plattenbundle. Genau. Jetzt lohnt sich das auch. Oh, guck mal. Ja, und ich sag's doch, die spielen alle Geist. Jetzt läuft er ums Haus, ich glaub's nicht. Hab ihn. Kopfschuss. Saubere Nummer, Leute. Saubere Nummer. Was geht hier ab? Sehe ich hier einen? Alter, hier kommt auch ein Prezi durch Schlag nach dem anderen, oder? Ist aber okay. Verbraucht mal eure Prezi-Schläge, bevor ich dann irgendwie langkomme. Ah, ich habe sogar das lange Ende auf meiner Seite. Das ist alles gar nicht so schlecht. Das spielt alles für mich mit. Gut, wir schleichen uns einfach mal in die andere Richtung da. Bisschen Rundumblick. 25 Leute sind noch im Leben. Jo, dich hab ich. Alter, der war aber laut, der Typ. Der hat richtig Krach gemacht beim Gehen. Gut, da hinten ist noch ein Gebäude. Das wird aber auf jeden Fall auch in der Zone landen. Wir sind Platz 20. Wenn wir jetzt sterben, sind wir Platz 20. Aber das werden wir nicht. Ein bisschen halten wir noch durch. Zumindest ein bisschen. Hier noch einer drin. Nee, ich kann keinen sehen. Erstmal close the door, please. Es zieht. Hier einmal um die Ecke. Chillt hier noch jemand? Der Gulag ist abgeriegelt. Bereich gesichert. Oh, Gulag jetzt schon abgeriegelt. Naja gut, es sind 18 Leute am Leben. Ja, Nähe Hospital, aber nicht direkt auf dem Hospital. Das ist auch nicht schlecht. Dann kann sich da normalerweise keiner auf dem Dach verschanzen. Du erhältst deine Ausrüstungslieferung. Ja, das ist alles sehr freundlich, aber die ist wieder so weit weg. Da komme ich niemals hin. Von irgendwo schießt hier eine. Jo. Hab dich. Aber auf wen hat der geschossen, ne? Das ist ja immer so die große Frage. Achso. Na, kommst du jetzt wieder? Musst du nicht zurückkommen, oder? Nee, nee, der kommt nicht zurück. Der wird auch die Beine in der Hand nehmen. Muss ich nur auf meine Seite achten. Okay, okay, okay. Wir laufen schön mit der Zone mit. Jetzt gerade sind auf jeden Fall die Leute dabei, die mit der Zone die ganze Zeit schon mitgelaufen sind. Jo, 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 Zone kommt, Zone kommt. Da ist er. Da. Und die lassen wir uns aber auch nicht wegfressen hier. Alles kein Problem. Puls sitzt bei, 180, 300, 400 vielleicht sogar. Gefühlt zu hoch. Moment. Taktik weiterfahren. Die Taktik hat bisher sehr, sehr gut funktioniert, mit der Zone mitzulaufen. Warum sollte es von jetzt auf gleich dann nicht mehr funktionieren, ne? Der andere hatte sowieso schon Shield Break, das heißt, der hat hier nichts zu melden. Und ich hatte ihn ja auch durch das Visier sehen können. Jo. Hab dich. Ist hier jemand eine Maske? Ja. Sehr geil. Das Gas breitet sich aus. Sicherheitszone. Letzte Zone. Letzte Zone, Leute. Puls ist jetzt zwischen 600 und 800. 400 hat sich schon lange erledigt. Wir haben 6 Kills auf der Uhr.
6 verdammte Kills auf der Uhr. Alter Schwede, was geht hier ab? Ja, genau dem Moment. Genau in dem Moment, wo ich loslaufe, kommt wieder einer um die Ecke, Alter. Es kann ja wohl nicht wahr sein. Na komm, zeig dich. So eine verdammte Schie. Platz 3. Nein!